Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Forest Village. Und ich hatte mir überlegt, dass wir ja auch mal das ein oder andere Gebäude wieder bauen können. Und ja, dem würde ich ganz gerne jetzt auch fortfahren. Ich hatte überlegt, ob wir vielleicht, schaut mal, dass wir vielleicht hier noch ein Lagerhaus hinstellen. Würde zumindest gut nochmal passen, um das alles hier abzurunden. Wobei natürlich wir auch hier noch eine Stelle haben, die unbenutzt ist und die man dafür eigentlich gut belegen könnte. Jetzt sehe ich es bloß von der Seite, dass hier natürlich hier hinten relativ viel, naja, sagen wir mal so, hier hinten ist nicht wirklich Bedrängnis. Also hier würde zwar die, vielleicht das Obst und sowas, das Gemüse, der Fisch würde zwar hier gelagert werden, aber es ist relativ weit weg vom Schuss. Deswegen denke ich mir mal, hier ist sinnvoller. Und dafür müssen wir aber natürlich etwas Planie erst machen. Also sprich, wir müssen hier erstmal eine Fläche ausheben. Und zwar 10 mal 12. Ja. Mal gucken, dass wir es relativ gerade hier hinkriegen. Und zwar am besten so. Gut. Bauarbeiter haben wir sogar noch welche. Aber wir haben sogar wieder 3 Leute mehr. Na meine Güte, was ist denn hier los? Pass auf, dann setze ich hier einfach mal, 3 Leute haben wir jetzt zu viel. Dann würde ich sagen, setz mal einfach mal 2 hier rein. Und den einen verbleibenden setzen wir jetzt hier rein. Ja, das passt gut. So. 7 Leute werden jetzt quasi noch erwachsen, die müssen wir dann noch unterbringen. Und dann könnte man eigentlich auch wieder ein neues Gebäude setzen. Und da habe ich mir überlegt, und zwar, was fehlt denn bei uns in der Stadt noch? Und zwar, eine Herberge haben wir ja noch gar nicht. Ob man nicht sagt, kommt, lasst uns doch einfach mal eine Herberge hier hinsetzen. Ja, haben wir ja schlussendlich noch nicht. Wäre ja auch nochmal eine Möglichkeit. Eine Taverne wollen wir natürlich auch noch bauen. In der Hinsicht, also da haben wir noch einiges vor uns. Mal fehlt es hier am Weg oder sieht das nur so aus? Tatsache, hier fehlt es am Weg. Was ist denn das hier für eine Schweinerei? Hm? Mensch, Leute. Hättet ihr ja mal ein bisschen logisch mitdenken können. So, und wie gesagt, ich würde jetzt ganz gerne noch hier eine Herberge hinbauen wollen. So. So müsste das dann hinhauen. Wäre dann das erste Gebäude, was bei uns dann eben halt quer steht. Hat aber auch den Hintergrund, weil ja hier die diesbezügliche, naja, sagen wir mal Einrichtung vom Krankenhaus etwas größer ist. Deswegen, ja gut, was willst du machen? Ist dann halt so. Okay. Ach, relativ groß, okay. So, aber würde dann genau wieder auf den Weg zurückkommen. So, habe ich jetzt alles? Okay, hier drüben, den hat er nicht mitgenommen. Okay, machen wir es einfach mal so. Dann von hier aus gerade durch. Wunderbar, da haben wir die Herberge dann auch gebaut. Da fehlt uns zwar noch Material, aber ja, ja, was soll der Geiz? So. So, hier haben wir jetzt auch wieder 2 Felder mehr für nächstes Jahr. Wir haben schon wieder Herbst, das heißt, ach guck mal hier, die kann ich schon wieder rausnehmen, die beiden. So. Hier wird jetzt geerntet, der ist fertig. Kann man rausnehmen. Hier wird geerntet, hier wird geerntet. Na, das funktioniert ja wenigstens. So, wie sieht's hier aus? Mal ernten. Hier ist nichts los, da können wir die rausnehmen. Na, du brauchst jetzt auch nichts mehr anbauen. Du kannst bitte noch abernten. So, was haben wir hier? Abernten. Abernten. Und abernten. So, wunderbar, da haben wir das zumindest erstmal. So, 7 Leute haben wir jetzt schon wieder frei. Da setzt man die 7 Leute doch direkt ein, um... machen wir 2 hier hin und die anderen 6 machen wir kleinen Fischverkehr rein. Ja, sehe ich eigentlich als optimalste Lösung. So, und dann möchte ich ganz gerne, dass wir auf dem Feld nächstes Jahr dann Kartoffeln anpflanzen. Und auf dem Feld möchte ich gerne immer Hafer haben. Hier haben wir es. Zack. Gut, da haben wir das jetzt auch. Da funktioniert das zumindest erstmal.
So, hier die Fläche ist schon fertiggestellt. Da können wir hier den Auftrag erteilen für eine Scheune. So, kurz, lass mal kurz speichern. So, dann setzen wir jetzt hier auch nochmal so eine formschöne Scheune hin. Super. So. Du bist fertig mit Arbeiten. Boah, du bist ja fertig mit dieser Saison zu arbeiten. So, Lebensmittel haben wir auch genügend. So, Schneiderei können wir quasi direkt mal hier einen reinsetzen. So, da haben wir das. So, 44 Leute haben wir jetzt. So, er ist noch nicht ganz fertig. Hier vorne, die sind auch noch nicht fertig. Die sind alle fertig. Ah, hier fehlt noch eine Pflanze. Da haben wir das auch. Da, wunderbar, sie ist durch. Setzen wir auch direkt als Fischerbraut rein. So, auf Hoffnung, dass dann das Lagerhaus hier ein bisschen mal entlastet wird von seinen Tätigkeitsfeldern her. Hier werden die Materialien rangetragen, was wir ja schon kennen. So, er ist auch fertig jetzt, wunderbar. Ja, auch gleich als Fischer wieder eingeteilt. So, und hier wird noch abgeerntet und gemacht. Okay. Was? Die Scheune brauchen so. Achso, wurde gestartet. Okay, alles gut. So, die Felder sind alle fertig. Die sind fertig. Hier fehlt es noch ein bisschen an der Ernte. Ah, das schaffen wir schon. Kriegt man schon alles hin, kriegt man alles gewuppt. 9573 haben wir mittlerweile im Lager von Gemüse her. Schauen wir mal, ob Flopla sich so gut entwickelt, wie ich mir das jetzt erhoffe. Ja, ich weiß, die Herberge ist an sich ja dafür da. Steht ja auch hier gut da. Pass auf. Vorübergehendes Haus. Hier können Menschen essen und sich in kalten Jahreszeiten aufwärmen. Sehr niedrige Wahrscheinlichkeit auf eine Schwangerschaft. Kapazität 18 Einwohner. Ich sehe den Vorteil, wenn wir neue Häuser bauen. Wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt hier welche abreißen oder, dass eben halt dann erstmal auch eine Unterkunft gegeben ist. Ne? Nimmt uns ja jetzt auch keine Ressourcen weg in irgendeiner Art und Weise. Und ich würde ganz gerne dann später auch nochmal so einen Karawanenstall bauen. Erlaubt dir Transportrouten zwischen den Lagern und den zu belieferten Städten festzulegen. Den würde ich ganz gerne auch dann noch bauen wollen. Einfach nur, damit wir A, das Gerät auch mal haben und damit wir mal wissen, was das eigentlich alles hier, ja, was das eigentlich braucht, was das eigentlich macht. Ja, deswegen würde ich das dann ganz später ganz gerne auch noch hinsetzen wollen. So. Frost zieht langsam ein. Hier können wir jetzt aufhören mit arbeiten. So, was haben wir hier noch? Hier ist noch Flachs abzuernten. Hier fehlt es noch. Auch noch 20 drauf. Hier sind noch 24 drauf. Ja. Ja, wird er langsam. Wird langsam. So, die Inka, die lasse ich gleich mal über die Winterperiode, weil ich jetzt nicht weiß, wie lange die. Ja, wobei die stellen, glaube ich, auch nichts mehr her. Pass auf, da können wir die auch rausnehmen. Genau, da haben wir jetzt wieder drei übrig. Setzen wir gleich hier hin, da fehlt noch einer. Da haben wir das. Eisen wurde produziert. Wunderbar. Ah, funktioniert ganz gut. So. So, räumt sie jetzt wenigstens alles weg? Nee, natürlich nicht. Warum auch? So, gucken wir mal uns das im Zeitraffer quasi an, ob da. Ach, guck mal hier. Der ist jetzt fertig. Können wir auch direkt entnehmen. Den haben wir jetzt fertig. Wunderbar. Haben wir jetzt also noch die drei Felder. Zwei Felder. Eins, zwei. Oh, habe ich vergessen. So. Hier haben wir noch drei Flachs, die dürften jetzt auch abgeerntet werden. Wunderbar. So, da haben wir jetzt also quasi nur noch dieses Feld hier. Was bitte abgeerntet werden müsste. Und noch dieses hier. Alle anderen haben wir. So, wir haben wieder fünf Leute übrig. Da setzen wir noch einen da rein.
Dann nehmen wir uns mal die Leute, wobei doch, die spare ich mir erstmal ganz kurz auf. Ah, jetzt kommt sowieso Winter. Okay, pausiere ich mal ganz kurz. Da kann ich die hier alle rausnehmen. Die Sammler können wir auch rausnehmen, weil die finden ja sowieso nichts na, sag mal schnell, im Winter. So, dann können wir hier noch einen reinsetzen. Hier setzen wir jetzt, oh. So, haben wir das alles voll. Da brauchen wir jetzt nichts. Und dann setzen wir. Jetzt haben wir noch 8 Leute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da haben wir die 8 auch nochmal aufgeteilt. Dürfte passen. Wir lassen es erstmal laufen und gucken uns das nochmal an. So, Bäcker arbeitet über das ganze Jahr hinweg. Das funktioniert. So, das funktioniert hier. Der Rest funktioniert auch. Kleidung haben wir doch eingestellt, ne? Hammer. Zeig mal. Ja. Der Sammy macht das. So, da läuft Wolf rum. Komm mal her ganz kurz. Ach, schade. Ich wollte den Wolf eigentlich ganz gerne haben. Na komm, hallo? Jetzt, der wollte sich nicht andrücken lassen, der Hund. Aha, gut, da ist der Wolf schon erlegt geworden. So. Gut, dann war's das schon. Ich wollte nur den Wolf quasi weghaben. Aber das wurde ja gemacht. So, Vogelscheuche wurde fertiggestellt. Jugendlicher ist älter geworden, kann mit der Arbeit beginnen. Jugendlicher ist älter geworden, kann jetzt mit der. Okay, gut. 3 Jugendliche haben wir noch und dann haben wir erstmal keine weiteren Mitarbeiter mehr. Ist traurig, aber leider wahr. So, dann setze ich die einfach noch. Oh. Da war da eine wieder weg gewesen. Lieber Stein oder lieber Lehm? Na, lieber Stein. Wobei uns fehlt es auch gerade am Holz. Uns fehlt es gerade am Holz. Wieder mal. Oh. Mal das einfach mal so hier. Geben wir denen mal die Aufträge, dass er hier das Holz uns mal organisieren sollen, was hier so rumsteht. Machen wir, denke ich mal, nichts falsch. So. Ja, hier fehlt es an Holz. Hier fehlt es aber auch an Heu. Aha. Es fehlt an Heu. Interessant. Können wir denn Heu überhaupt im Winter abbauen? Ich guck mal hier. Ja, können wir. Ja, Heu kann man im Winter abbauen. Okay. So, pass auf, ich mache einfach mal hier so ein größeres Feld und dann haben wir das auch. Oh, ich habe jetzt auf einmal die Bauarbeiter wieder, Quatsch, die Mitarbeiter, die Berufsliste geschlossen. Das wollte ich eigentlich nicht. Ah ja, okay, was machst du? Ja, das kann passieren halt, ne? Ist halt so. Freunde. War der Frosch wieder am Hals? Gut. So. Dann können wir, wie gesagt, hier würde ich dann ganz gerne die Dings da, Bums da hinstellen, hier den Karawan-Slot. Einfach nur, um das mal zu testen, wie das aussieht, wie das funktioniert. Und dann können wir quasi hier wieder mal eine Hausreihe ran langziehen. Ja, das dürfte eigentlich so gut funktionieren, wie ich mir das gerade denke. So, Sami, komm mal ganz kurz her zu mir. Ich brauche dich mal kurz, um hier das Hundi zu streicheln. So. Guck mal, der freut sich gleich, der legt sich auf den Bauch, weil er ja am Bauch am liebsten gestreichelt werden will. Die Schweineanimation sieht immer so, die sieht immer so komisch aus, wie die laufen. Kann mir da irgendwie nicht helfen. So, der stellt Kleidung her. Warme Kleidung können wir ja noch nicht herstellen, weil wir ja keine Wolle haben. Naja, gut. Aber ich glaube, verhungern werden sie uns jetzt erstmal nicht mehr, die Leute. Zumindest nicht mehr so schnell. Hoffe ich zumindest, dass die Nahrungsmittel jetzt ausreichend sind.
Aber dafür, dass wir jetzt mittlerweile 4 Bäcker haben, ist schon interessant, dass das Brot sich irgendwie nicht so wirklich erheben tut. Ist schon irgendwie sehr interessant. Aber man muss ja wirklich noch mehr Bäcker einstellen, dass sich das lohnt. Gut, dann würde ich einfach sagen, ich tue mal das so machen und dann tun wir einfach mal die Zeit wieder beschleunigen, so wie wir es ja schon kennen. Und dann beobachten wir das einfach alles mal, wie das jetzt hier so vonstatten geht. Zumindest, was wir sagen können, wir haben Brennholz, haben wir genügend. Gut, da arbeiten aber auch das ganze Jahr über 3 Leute. Die ja theoretisch jetzt nichts mehr großartig zu tun haben dürften, weil ja. Direkt Ressourcen. Also die bauen dann theoretisch, also die bauen dann auch ab, wenn sie gerade in ihrer eigenen Baustelle nichts zu tun haben. Okay. Ja, finde ich gut, befürworte ich sehr. Also es ist schön, die Zeit im Zeitraffer quasi oben mal die Ressourcen auch im Auge zu behalten, wie das so alles läuft. Es ist, wie gesagt, sehr erschreckend. Wir haben 12 Fischer mittlerweile. Und es kommt aber so gut wie kaum Fisch ran. Na, wenn ich überlege, am Anfang, da hatten wir 7000, 8000 Fische gehabt. Mittlerweile haben wir, tja, gerade mal in der Winterperiode so um die 150 und das war's dann wieder. Das fällt das wieder ab. So, jetzt wieder jemand älter geworden. Den lassen wir dann gleich erstmal, wie er ist. So, jetzt haben wir das schönste Winterbild überhaupt. Ja, Flopla wächst schon. Ist schon ein schönes Städtchen geworden oder ein schönes Dörflein geworden. Ja. Kann man schon so sagen. So. So, Freunde, an was fehlt es denn hier noch? Lehmhammer, es fehlt noch an Heu. Ja, Heu ist gerade Mangelware, ist richtig. Holzhammer, Erzehammer, Steinhammer. Ja, es fehlt an Heu. Da müsst ihr eben halt wirklich sammeln im Walde gehen. Man könnte jetzt auch natürlich auf die Felder Gras anbauen, um Heu zu produzieren. Ja, bin der Meinung, lieber habe ich Lebensmittel noch in der Gro, als dass, wenn wir hier wieder nur mit 8 Leuten versuchen müssen, alles zu retten. Ich denke mal, das kann auch der eine oder andere vielleicht nachvollziehen. Jo, babam. So, jetzt haben wir langsam Winterende. Das heißt, wir können dann unsere Fischer wieder erstmal zu Bauern abdirigieren. Eingestellt hat man ja alles, meines Erachtens. Genau, hier Hafer, hier Kartoffeln und hier Flachs. Genau, das funktioniert also. Wunderbar. 14 Bauern brauchen wir jetzt. Ja, genau. 14. So, und jetzt haben wir Frühlingsbeginn. Das heißt, ich pausiere jetzt mal. Achso, ich gehe erstmal eins runter und pausiere mal. Und dann nehme ich erstmal die 12 Fischer raus. Und setze die natürlich als. Oder setze die hier rein. Da sind wir jetzt bei 13. Dann können wir hier einen rausnehmen, da sind wir jetzt bei 14 und dann brauchen wir noch 4. Einen. So, guck mal, da haben wir jetzt da haben wir die 4 jetzt auch. So, Inka braucht mal 2 von der Anzahl her, die nehmen wir uns von hier raus. So, und da dürften wir eigentlich alle Positionen wieder besetzt haben. Na gut, hier fehlen jetzt 3. Ich denke mal, die werden aber mit der Zeit noch kommen. Ja, bin ich der Meinung, tu mal erstmal so starten, da jetzt immer noch Frost ist. Mit minus 5 Grad ist natürlich der Vorteil. Oder Nachteil, es wird natürlich erstmal kein Fisch rangetragen. Den Vorteil, den ich daran aber sehe, die tragen jetzt erstmal hier den Wald schön ab. Ja, muss man ja auch mal so als Vorteil sehen. Dass man jetzt hier erstmal diesbezüglich schön alles weghaut, was hier nicht zu stehen hat. Oder was mir eben halt die Sicht nimmt. Oh, da ist jemand gestorben. Starb bei einem Unfall. Ja, das ist natürlich nicht so schön.
Ja, aber lass mal erstmal nur den einen noch weitermachen. Das passt dann schon. Oh. So, und jetzt geht langsam das Ja ein. Ja gut, den Bienen ist es noch zu kalt. Den Rest funktioniert schon. Unsere Hühner, 17 Stück haben wir. So, und wo ist denn eigentlich unsere Jägerhütte? Die war hier gewesen, ne? Möchte man vielleicht da mal auch irgendwann umsetzen, weil ja hier hinten an sich nichts mehr großartig an Getier passiert. Möchte man vielleicht da mal irgendwann hier in die Region umsetzen. Ja, mal gucken. Entschuldigung. Das wollte ich jetzt gerade nicht eigentlich. So. Heu. Ja, an Heu fehlt's. Freunde, am Heu fehlt's. Das Lager ist prinzipiell immer voll. Immer voll. Naja, warum auch nicht? So, Eier müssten hier reingetragen werden. Genau. Ja, wunderbar. Das funktioniert. So, und hier wächst auch schon der erste Hafer, wie man sieht. Hier werden jetzt gerade Kartoffeln gesetzt. Da sehe ich gerade, ich habe das Feld wahrscheinlich falsch rum aufgebaut. Das ist das einzige Feld, was in die Richtung geht. Längsrichtung. Naja, gut, was soll's. Was soll's, was soll's. So, Freunde, sind wir wieder bei 21 Minuten. So schnell kann es gehen. Und das heißt, ich verabschiede mich erstmal aus dem verregneten Flobla. Und was? Die Nahrungsreserven sind niedrig? Was ist mit euch kaputt? Und da danke ich euch recht herzlich fürs Zusehen, wünsche euch heute noch einen schönen Abend. Und mit Pauken und Trompeten verabschiede ich mich. Macht's gut. Ciao!